herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter mit unserem Freund. Gut. Ja, und der nächsten Kenshin-Mission. Ja, ich weiß, der Panzer steht immer noch hier. Das ist immer auch gut so. Das ist gut, das geht auch zu GTA. Zu den älteren GTA-Teilen, beziehungsweise zu den neueren GTA-Teilen, sowas richtig. Die spawnen die Fahrzeuge nicht. Deswegen bleiben die da einfach stehen. Also zumindest die eigene. Der Panzer zumindest hier bleibt stehen. Da steht schon am Anfang der Aufnahme ist ja schon da. Das ist jetzt die dritte Folge, die ich hier aufnehme. Wir fahren, wie gesagt, weiter zu Candy. Wie gesagt, auch wenn es jetzt nur gerade zwei Missionen waren. Die letzte Mission, die musste man erstmal so ein bisschen reinpuxen, aber es funktioniert dann auch beim zweiten Mal, Gott sei Dank. Weil ich dann wusste, wo die zwei Autos stehen oder was genau zu machen ist, habe ich mich schon aufgebaut. Bevor das irgendwie nicht wirklich funktioniert, dass wir dann zweimal jemals einer reingeknallt und dann passt das mit dem Paintraining. Dann kann das Auto nicht richtig in der Garage und, aber beim zweiten Mal klappte dann alles wunderbar. So, wir haben die Autos abgeliefert, wir machen gucken, was der jetzt als nächstes von Jobber. Der Jamaika Deal heißt die Mission. Oh Gott, ich spreche wieder so viel zu. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yadi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Okay. Jetzt gehört aber dann an die Yadi-Gang. Klau einen Yadi-Wagen. Fahr nach Norden, in Newport findest du einen. Okay. Dann fahren wir jetzt mal nach Newport. Ich sehe gerade nur niemanden, dass ich auf der falschen Seite fahre. Die Frage ist, was für ein Auto brauchen wir? Nehmen wir oder was? Oder sind wir noch nicht in Newport? Newport's down. Ah, hier ist Baustelle, das ist das Gebiet. Oh ja, wo der von der Gang oder Schiff hier versenkt haben. Campus. Straßenschilder, ne? Schleuselpark. Das sind so Gebiete, woher, wie war ich noch nie? Bedford Point. Auf jeden Fall noch Newport, das sagt der mir. Die Frage ist, was für ein Auto braucht der?
Wo ist denn mein Schadstuhl? Ich will weiß, wo ich hin muss. What's da? Gott, so interessiert das auch nicht. Soll ich hier sofort? Ja. So, die Frage ist, was für ein Auto brauchen wir. Ich vermute, dass das dieses Auto da vorne ist. Ich kann kein Auto klauen, wenn ich die scheiß Kopf an der Backen habe. Also doch, war richtig. So, wir müssen Kontaktmann abholen. Also war das doch richtig. Dann tauchen sie auf. Alles andere, was ich hätte treffen können. Nein! So, wir sollen den Typen abholen, irgendwie. Der steht hier vorne. Das findet auf dem Krankenhausparkplatz in Rockford statt. Da kam ein rauchendes Feuer, Polizeiauto. Das ist so nett, dass die da vorne muss es irgendwie sein. Wie ist das? Aber nicht hier nach. Ah ja, stimmt, die haben eben ein Auto geklaut. Nicht eben, sondern. Nicht eben, sondern letztens. So, wir sollen jetzt ein bisschen was. Aha, ich hab die Jungs da nebenan stehen schon. Ich wollte gerade sagen. Big Man, huh? So you fool! I risque, gringo! Hey, you brave man, eh? Hey, you brave man, eh? You move, big man! Hey, gringo! Tasche aufgesammelt. Was müssen wir jetzt machen? Auto klauen oder was? Oder die Autos zerstören? Jackentasche ins Casino. Aber dann nehmen wir mal die mit. Ja, bitte zu. So, machen wir weiter. Boah, das war knapp. Das ist so, bei manchen, aber auf einen Trick geklappt hat. Hätte ich nicht erwartet. So, dann bringen wir das mal weg. Oh, die sind sauer, die Kolumbianer. Die sind richtig sauer gerade, weil wir den jetzt gerade mal eben wieder zwei Männer weggeholt haben. Ja,
arbeiten jetzt für die Yakuza. Mafia ist weg. Jetzt geht's weiter mit dem Yakuza. Müssen wir nicht mehr, ne? Wo geht der denn hier hin? Ist gerade gemacht, oder nicht? Ich bin wieder hier. Hier können wir doch die Mission, oder nicht? Kenjis. So, dafür haben wir 25.000 kassiert. Puh, dann haben wir das auch soweit. Naja, warum nicht über die alte Mühle? Warte ich hier. Klauen wir uns halt die Viper. So. Okay. Warte mal. Ich schalte den an. Ich muss mal wieder hin. Weil da gibt es wohl die nächste Mission. Aber er hatte schon wieder. Die könnten wir in der nächsten Folge machen. Die machen wir auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA